Was geht YouTube? Ich bin zu der JamTV. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Wir sitzen hier gerade mit meinem Onkel. Ihr kennt den doch bestimmt noch von dem einen Prank. Weißt du noch, Automat-Prank? Ja, Mann. Legendenzeiten. Dann Genghis-san und dem Musa. Wir fahren heute nach Duisburg zum Boxverein Budokan. Da werden die Jungs auf jeden Fall ordentlich Sparring machen gegen die anderen. Und da ist auf jeden Fall der ein oder andere sehr stabile Junge dabei. Ich will da gleich auf jeden Fall ein ordentliches Sparring von euch sehen. Ansonsten habt ihr danach noch Sparring mit mir. Deswegen sucht euch's aus. Entweder ihr macht's direkt vernünftig oder ihr kriegt doppelt auf Schnauze. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, ihr freut euch auf dieses Video. Ich freue mich auf jeden Fall und wir sehen uns gleich, wenn wir da sind. So, Leute, angekommen in Duisburg. Das sind die drei, die jetzt miteinander boxen werden. Ganz ruhig, Jenny. Ruhig. Bleib ruhig, boxen. Schmeißen, ja. Schmeißen. Der ist leider wieder rein. Sehr gut. Vorsicht. Vorsicht. Bewegen mit den Beinen. Genau. Abschneiden. Pushen. Genau so. Blocken und dann ab Kontra. Sofort. Sehr gut. Guck, Genghis, nicht einfach so nach vorne. Hingucken, ja. Ganz normal gucken. Arbeite dich vor. Benutz deine Finte. Arbeite. Hä? Das war eine Minute. Eine Minute? Wir machen noch zwei Minuten. Genghis. Schenk von unten, Genghis, von unten, von Bauch. Ja. Einmal im Bauch, einmal im Kopf. Jab wegschlagen, seitlich. Ja, Doppeldeckung. Gute Blocken, ja. Seitlich raus. Blocken. Nein, Genghis, nicht nach vorne springen. 10 Sekunden. Arbeite mit der Linke. Jab. Und weiter arbeiten. Ja. Wo sind deine Finden? Wo sind deine Jabs? Arbeite mit den Jabs. Du fliegst nach vorne. Ja. Hadi. Linke, Jab, arbeiten.
einen beweglich sein, explosiv sein, scharfsinnig, schön, scharfsinnig und wieder raus, schön, genau. Jetzt selbstbewusst, genau, das ist dein Ring, komm. Schlägt er den Jab seitlich raus, ja. Keine wilde Schlägerei, schön Doppeldeckung. Auch mal ein Aufwärtshaken, rechte Cross. Seitlich raus, ja. Ausweichen. Nicht springen. Arbeite explosiv. Arbeite, arbeite, direkt weiter. Ausweichen, ausweichen. Dein Ring, Junge. Geh in die Mitte. Links raus, links raus. Ausweichen, wenn ich schläge, die rechte ausweichen. Schmeiß in die Linke. Ja, ja, ja. Komm. Gute Blocken, aber dann Konter. Ja, Kontern. Wo sind deine Konter, Cengiz? Ja. Adi! Doppeldeckung. Schmeiß Deckung hoch. Jab, jab, recht. Nicht nach vorne. Ruhig, ruhig. Deckung hoch. Deckung. Gut, gut. Und auskontern. Schön, rechter Haken. Du stehst und du wartest die Schläge zum Kommen, aber das geht nicht. Du musst Jab, Jab in Kopf, Jab in den Bauch, schmeißen einfach die Linke. Arbeite dich vor. Schön, schön. Genau so, genau so, weiter Gas geben. Und weiter jetzt, schön, und weiter. Jetzt hol ihn dir, Hadi. Schön, komm, komm, weiter. Hol ihn in die Ecke. Der kann nicht mehr, Cengiz an. Genau so, weiter. Cengiz, richtig Gas geben. Arbeiten von unten nach oben. Aşağıdan yukarı. Und weiter direkt. Ich glaube das nicht. Komm, weiterarbeiten, explosiv sein. Den Gegner kein Ziel sein. Sağ sol. Sağ sol. Hadi. Und danach Konter, Cengiz, sofort Konter. Richtig Haken. Lass dich nicht provozieren. Schlag richtig Haken. Guck mal seitlich, seitlich. Hadi. Egal, egal, lass, lass, lass. Er war in Doppeldeckung. Hadi. Hadi, arbeite, Cengiz'an. Hadi, challenge. Und weiter. Rechter Haken, wenn seine Linke kommt. Keine Schwinger, guck, er geht weg. Ja. Komm, Cengiz. Kendini mi dövdürüyorsun? Doğru çalış. Seitlich raus. Çalış. Arbeite mit der Linke. Und Konter, komm. Ah, vurdu. Hadi. Arbeite dich sinnvoll vor. Çalış. Los, sehr schnell, sehr schnell. Komm, letzte Runde, Musa, mach was, ja? Wieder zurückgehen. Nimm mich nach hinten. Aus, arbeite mit dir. Ich halte das linke Kopf. Rechter Cross, wenn seine linke kommt. Ja, ja, genau so. Genau so. Wenn er die rechte schlägt, geh links raus und dann Konter direkt. Weiter, weiter, weiter. Okay, ja. Er setzt wenigstens um. Er hat einige Sachen umgesetzt. Also ich fand's gut. War okay. Ich hätte die seitlich rausgehen, viel mehr machen müssen. Ja, noch ein paar Mal mehr und es wäre dir viel einfacher gefallen. Ja, natürlich. Aber der eine rechte Cross wurde mir gesagt. Genau, den hast du gehört. Okay. Versuch den einfach Druck zu bauen. Ich glaube, ich jetzt ganz gegen ihn. Ja, genau. Drei Runden. Das machen sie unfair. Die machen zusammen Lok und machen mit dir hart. Deswegen machen sie.
Seitlich stehen. Ja, guck dieser Mann. Siehst du den? So wie der kämpfen. Wie Klein Tyson kämpfen. Heide. Kämpfen, Spaß haben. Arbeiten, mit Jabs hocharbeiten, schön. Körper, Kopf. Ja, schön, jetzt bewegst du dich mal, Alter. Sehr schön, seitlich raus. Mitte gehört dir, genauso. Und arbeiten mit dem Jab. Diagonal, links, rechts, Körper. Links, rechts, Leber. Nicht reinlaufen, ja. Arbeite, genau. Beweglich sein. Wo ist deine Führungshand? Arbeite mit dem Jab. Stör ihn damit, ja. Stören. Kommt er seitlich raus, arbeiten. Explosiv. Kontern, Junge. Doppeldeckung. Schlagen. Seine Rechte auch stören. Kopf stören, Rechte Hand stören. Hörst du zu? Du schlägst nur in die Luft. Nicht nur schlagen. So halten, störe seine Rechte. Kontrolle seine Rechte. Und pass auf seine Linke. Und dann hast du schon seine Rechte. Deine Augen musst du auf seine Linke aufpassen. Und wenn er schlägt, stören, dann schlagen. Eins, zwei. Und dann wieder stören. Er schlägt die ganze Zeit. Warum du nicht auch? Er ist doch deine Distanz. Ich sag dir, dein Punch ist härter als seiner. Das ist dir schon bewusst, ne? Aber er demoliert dich. Guck ihm in die Augen und lass ihn nicht mehr los. Kann ich auch ohne Kopf schützen? Darf ich? Ja. Darf ich? Darf er? Bitte. Komm, dann reiß dich aber zusammen. Adi jetzt. Adam, gib durch. Adi. Schön, schön, Adi. Deckung halten. Da kontern. Aus der Ecke raus, seitlich. Komm, auskontern. Schön mitschlagen, schön. Ans Kiefer. Leberkopf, Jengis, komm. Arbeite. Wo ist dein Jab? 1-2-1. Arbeite dich vor. Wieder. Warte. Nicht so lange warten. Komm. Kein Boxsack sein, beweg dich. Ja, auskontern. Jetzt, in der Ecke, komm. Nicht overpacen. Rechter Cross, links Leber. Cross zum Kopf, Mann. Schlag sauber. Ja. Linker Haken. Körper. Aufwärtskopf. Von unten den aufwärts. Mit Kraft. Komm, schrei auf, Junge. Komm weiter, arbeiten. Er provoziert, komm, schön, komm. Denk an Körper, Kopf. Sehr gut. Ja. Stell dich gerade hin. Was hast du vor? Du bist nur mit Gewalt geschlagen. Guck mal, der spielt mit dir. Der macht dich mit Gewalt. Ja. Du bist mit Gewalt, du bist mit Konter. Diese Kraft, was du hast, willst du schlagen, um clever zu boxen. Du bist clever.
ballerst du gerade rein, weil der Dash provoziert nicht mit seinem Kopf, der unten. Und ja. Wirft voll auf seine Spielerei. Störe seine. Erstmal versucht mit seinem Führungssatz seine Rechte zu kontrollieren. Da kommt der Rechte durch. Seine Führungssatz seine Rechte ja. Kontrollieren. Und dann Gelegenheit, ja, wenn kommt, dann kommt das. Aber kontrolliert Konter. Nicht ausholen. Kontrolliert deine Atmung. Letzte Runde jetzt, halt die. Seitlich raus. Arbeiten jetzt. Arbeiten, boxen. Ihr sollt Spaß haben, Mathe. Ist ein Sparring. Groß, links, rechts, links, links. Er treibt dich in die Ecke, ist dir bewusst, ne? Ist dir bewusst. Wo ist dein Rechter? Jetzt boxen mit Kopf. Box mit Kopf. Er hat Schiss vor deinen Schlägen, glaub mir. Schön, schön. Deckung, Deckung. Aufwärts. Kontrolliert. Kontrollierte Deckung. Halt deine Deckung, Junge. Und kontern, direkt kontern. Es schlägt kontern, jetzt kontern. Richtig. Richtig, richtig explosiv. Genau da die Rechte jetzt schlagen müssen. Arbeite! Eine Rechte. Ey, Digga, wo ist deine Rechte, Junge? Ja! Wie oft, Alter? Komm, arbeite! Du hast den härteren Punch! Lass das nicht zu! Lass das nicht zu! Doppelt zu! Zu! Schön! Alter, 300 muss man dem das sagen, Digga, damit die kommen. Sehr schön, ja, Walla. Wenn du einmal hören würdest, einmal in deinem Leben, fühl dich nicht, hast trotzdem nur kassiert. Ich fühl mich gar nicht. Das war viel schön, besser, Junge. Viel besser. Viel besser nicht. Viel besser. Ich glaub den nicht, wenn er nicht verdient hat. Der war besser. Er war besser, mal, er aber war nicht besser. Viel. Aber ja. Nicht viel. Das war auf jeden Fall nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich schicke den Jungen zum Ballett, weißt du? Weil nach erster Sparring, ich wollte ihn zum Ballett schicken. Jetzt darfst du Boxen weitermachen. Hast du gesehen? Ich weiß gar nicht. Einfach rechts geschlagen. Nein, beide deutsche Meister. Der ist deutsche Meister, der linke, der eine ist deutsche Meisterschaft zweiter geworden, der mit dem ich gemacht habe, ist erster. Komm, Micha. Du Wichser, ich hab dir doch nur einen Klatsch gegeben. Der war auf jeden Fall besser als dein Gegner im Kampf. Ja, 100%, 100 Millionen Prozent. Ja, ja, klar. Dieser kleine, dieser 13-Jährige mit diesem Grand-Handschuh ist dein kleiner Bruder. Ja, Respekt. Ich beide sehr schön. Heute war ein sehr, sehr krasser Tag. Ich habe auf jeden Fall sehr viel dazugelernt. Das Wichtigste, was ich gelernt habe, einfach zuhören und das machen, was mein Bruder sagt. Und wenn ich nicht mache, kriege ich das, das und das. Ein bisschen Lippenstift. Ja, und deswegen, ab jetzt wird auf jeden Fall mehr gehört. Ich habe einmal einen Schlag habe ich zugehört, gemacht. Auf einmal, ich merke, okay, der liegt. Du hast nur einen links-rechts gemacht. Ja, nee, versteht ihr? Leute, da musst du hören, da musst du viel, viel mehr hören. Wenn ich dir was sage, setzt das um. Micha hat auf mich gehört, Samuel hat auf mich gehört. Hat was gebracht oder nicht? Viel gebracht. Micha? Viel gebracht. Ich bin vielleicht selber nicht der beste Boxer, aber ich habe ein gutes Auge. Richtig gutes guter Auge. Coach. Guter Coach, ja. Du musst darauf hören. Hättest du darauf mehr gehört, dann hättest du auf jeden Fall heute noch mehr geglänzt bei solchen Leuten. Und du könntest dich rausboxen von der Kraft. Der war einfach deutscher Meister. Wenn der deutscher Meister ist, Digga. Du nimmst Digga, ich geb dir 5 Sparrings mit dem und der ist, wenn nicht auf gleichem Niveau, unter dir. Dafür musst du umsetzen, was man dir sagt. Und nicht deine Kraft sinnlos verschwenden. Naja, in diesem Sinne, Leute, ihr müsst auch aus diesen Videos lernen. Das gilt nicht nur für Jenks an, sondern auch für die, die jetzt hier noch aktiv im Boxen sind. Naja, schaut euch das an, lernt daraus. Durch Gucken kann man auch sehr, sehr viel lernen, durch Zuhören. Und ja, ansonsten hoffen wir, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, das Video zu kommentieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, wenn es wieder heißt Jam TV. Cengiz TikTok-Account ist auch unten verlinkt. Wisst Bescheid.